Auf geht's. Yeeha. Zurück zu Kalypsos Laden, um unseren Schrank zu reparieren. Wo zum Geier bin ich hier? Ich glaube, ich hätte vorhin links abbiegen müssen. Ich sollte besser nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wissen Sie, wo Kalypsos Zauberladen ist? Ich könnte vom Metal Slug kommen. Ein einfaches Nein hätte gereicht. Mortal Kombat? Fatality. Mhm. Das ist ein Goro mit nur zwei Armen. Ja. Alles klar, Captain. Hast du ihn gut verschnürt? Ich habe eine Eisenkette verwendet, Captain. Gut, gut. Dann geh nun und lass die Segel setzen. Sie sind bereits gesetzt, Captain. Sonst würden wir uns nicht bewegen, Captain. Bereits gesetzt, sagst du? Jo, Captain. Sicher? Jo, Captain. Was ist mit dem Anker? Was soll mit ihm sein, Captain? Ist er gelichtet? Jo, Captain. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Captain. Nun, dann geh einfach und mach irgendwas. Danke, Captain. Gut, ihr Landratten. Ich möchte, dass ihr wisst, wer hier das Kommando hat. Ich, verstanden? Kapitän Long John Silver. Und wagt ja nicht den Versuch, mich zu hintergehen. Wenn ihr irgendwelche Tricks versucht, ihr wisst schon. Fliehen oder so etwas. Dann müsst ihr euch vor mir verantworten. Ich möchte außerdem, dass ihr wisst, dass ihr als Sklaven verkauft werdet, sobald wir in Kalimari anlegen. Kalimari. Also, macht das Beste draus. Entschuldigung? Ja? Es ist an sich, er weiß nicht. Nee, ich glaube, der weiß nicht, mit wem er was zu tun hat. Du hockst mit Mr. T immerhin da unten drin, ja? Ja, eben. Übrigens wirklich Mr. T. So. Bist du wirklich Long John Silver? Nein, ich finde die ersten. Ach, das ist so toll. Ja. Wer ist bescheuert und trägt einen großen schwarzen Hut? Wer ist bescheuert und trägt... Klischee-Pirat. Na prima, Mr. Vorlaut hat mal wieder zugeschlagen. Gut, dann schauen wir doch mal, dass wir uns irgendwie befreien können. Entschuldige bitte? Sei still, Dummkopf. Ich denke nach und ich hasse es, wenn ein Dummkopf redet, während ich nachdenke. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Ich sagte, du sollst still sein. Ich arbeite gerade einen Fluchtplan aus. Brauchst du Hilfe? Ich brauche keine Hilfe von einem Dummkopf. Na gut. Reden wir nochmal mit ihm. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Gut, dann benutzen wir einfach mal, um uns zu befreien, das Zauberbuch. Ich glaube, dies ist meine einzige Chance. Los geht's. Hokus Pokus, Abala Poch, Magie, Magie, hol mich raus aus diesem Loch. Merkt ihr diesen Zauberspruch, Tommy? Was sagt man dazu? Es hat funktioniert. Ich sollte mich für eine eigene Fernsehshow bewerben. So, sehr schön. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Wo ist eigentlich unser Bett voll? Das haben wir gar nicht mehr, ne? Wurde uns weggenommen, gestohlen. Oder? Wo wolltest du gerade hin, hä? Ich suche nur die Toilette. Mart! Yo, Captain. Na schön, du stinkig, steife, winselnd, weinende, jämmerlich jammernde Landratte, pass auf. Ich habe nach sorgfältigen Überlegungen beschlossen, dich nicht als Sklaven zu verkaufen. Um meinen unersättlichen Sadismus zu stillen, werde ich euch beide massakrieren. Deshalb werdet ihr genau zur Mittagsstunde beide am Galgen baumeln und...
Captain? Nicht jetzt, nicht jetzt. Stör mich nicht bei meiner Rede. Also, ich werde mit großer Freude eurer Hinrichtung... Captain? Willst du wohl aufhören, mich zu unterbrechen? Es ist aber wichtig, Captain. Es kann sicher 30 Sekunden warten. Und? Wo war ich denn geblieben? Ach ja. Ich werde mich also daran ergötzen, wie ihr im Winde zappelt und... Sie sollten das, wirklich wissen, Captain. Na schön. Aber wehe, wenn es nicht wichtig ist. Wir haben keinen Galgen, Captain. Keinen Galgen, sagst du? Nein, Captain. Warum nicht? Wir hatten noch nie einen, Captain. Oh, gut. In diesem Fall werdet ihr also zur Mittagsstunde in der Folterkammer langsam und qualvoll den Tod durch... Captain? Wir haben keine Folterkammer, stimmt's? Nein, Captain. Tut mir leid, Captain. Kein Galgen, keine Folterkammer. Ui. Haben wir überhaupt hier irgendetwas Gefährliches auf diesem Kahn? Eigentlich nicht, Captain. Die Gesundheitsvorschriften. Sie wissen schon, Captain. Wir haben einen ziemlich scharfen Löffel, Captain. Warte. Ich habe eine bessere Idee. Also, ihr zwei Bürschchen. Der Plan wurde geändert. Genau zur Mittagsstunde werde ich euch über die Planken schicken und den Haien zum Wir haben eine Planke, oder etwa nicht? Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Nein, Captain. Es ist nur so, dass... Sag nichts. Es ist gegen die Vorschriften. Nein, Captain. Unsere Planke ist kaputt. Wir müssen sie erst noch flicken. Schön, gut. Also, zur Mittagsstunde gehen wir... Geben Sie uns besser Zeit, bis 15 Uhr, Captain. Um genau 14:45 werdet ihr über die Planke in haiverseuchtes Wasser... Nun, nicht direkt verseucht, Captain. Sag mir nicht, dass es hier keine Haie gibt. Daran ist das Klima schuld, Captain. Es ist zu kalt für Sie. Wissen Sie, der gewöhnliche Wald- und Wiesenhai bevorzugt... Es gefährlichen Tiere geben. Es gibt hier in der Gegend einen wirklich bösartigen Delfin, Captain. Delfine sind nicht gefährlich. Im Gegenteil, sie zeigen Matrosen den Weg in den rettenden Hafen. Dieser nicht, Captain. Er zeigt den Matrosen den Weg zu den Haien. Er ist ein bisschen andersrum. Oh! Vorne. Um 14:45 werdet ihr über die geflickte Planke in delfinverseuchtes Wasser geschickt. War das diesmal richtig? Jo, Captain. Keine Probleme damit? Keine Verstöße gegen irgendwelche Vorschriften? Nein, Captain. Gut. In der Zwischenzeit kannst du dich nützlich machen. Ich mag den Schnitt deiner Klamotten. Mein alter Schiffsjunge hat vor ein paar Tagen einen unvorhergesehenen Unfall. Du wirst ihn ersetzen. Wenn du gut bist, schenke ich dir vielleicht dein Leben. Matt! Jo, Captain. Bring ihn in meine Kabine. Jo, Captain. Was hat der dann vor? Gut, bist du mit den Aufgaben eines Schiffsjungen vertraut? Nein. Nein, Captain. Nein, Captain. Ich auch nicht. Du solltest am besten jemanden von der Crew danach fragen. Die müssten es eigentlich wissen, okay? Ja, Captain. Dann sieh zu, dass du in Erfahrung bringst, was deine Aufgaben hier an Bord sind. Ja, Captain. Gut. Delfin verseuchtes Wasser. Der Delfin ist ein bisschen andersrum. Oh. Mann, hab ich ein Glück. Jetzt muss ich nur schnell das Bad voll finden und zusehen, dass wir zurück zum Hafen fahren. Der rechte Papagei schaut aus, als ob er einen Anzug an hätte. Ach, weißt du was, dann nehmen wir ihn einfach, oder? Ja. Aber nehmen den blauen. Ne, den roten. So. dann gucken wir uns dieses tolle Tagebuch vom Captain mal an. 24. Juni. Endlich haben wir ein neues Schiff. Ein prachtvolles, majestätisches Schiff mit Rettungsringen aus purem Gold. Rettend! 24. Juni. Manchmal hasse ich diesen Piratenjob. Immerzu kneift die Augenklappe und zwickt das Holzbein. Und die Crew regt mich auch auf. 29. Juni. Heute ist mein Geburtstag. Die Crew schenkte mir eine ausgestopfte Taube. Sie wollen sich scheinbar über mich lustig machen.
1. August. Irgendjemand hat heute Pfeffer in meine Augenklappe gestreut. Das nächste Mal werde ich hart durchgreifen. 3. August. Ich habe 3 Matrosen hinrichten lassen, um ein Exempel zu statuieren. Die anderen werden sich keine Späße mehr erlauben. 5. August. Die Mannschaft zieht trotz allem hinter meinem Rücken weiter über mich her. Ich weiß nicht, wie ich sie bestrafen soll. Ich werde es wohl an den 2 neuen Sklaven auslassen, die wir heute gefangen haben. Hoppla, hier liegt eine Postkarte drin. Eine Postkarte aus Kalimari. Lieber LJ, es ist sehr schön hier, das Wetter ist gut, das Essen ebenfalls. Gehen heute an den Strand. Gezeichnet Klaus G. Störter Becker. PS, diese Karte ist eine herrliche Aufnahme der Bucht, oder? Ich finde es witzig, dass er das Buch falsch rumgedreht hat. Ja, ne? Wahrscheinlich ist es in Arabisch geschrieben. Er kann Arabisch lesen? So anscheinend, ja. Gut. So, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Die Hängematte ist im Weg. Ach so, ja. Wir können noch nicht an die Streichholzschachtel, weil da der Matrose schläft. Also machen wir einfach Messer und Hängematte. Der ist eh voll betrunken. Gut, dann können wir jetzt die Streichholzschachtel nehmen. Als ob er die so nicht auch gekriegt hätte. Ja. Adventures. So. Ich, wo ist denn der aus Monkey Island 1, dieses coole Skelett? Der Murray ist aber aus... Nee. Murray ist aus der Dreier, der Kopf. Das Skelett, weißt schon, dieser komische Navigator. Ach so, ja, der Navigator. Nee, der Navigator ist der, wo die Halskette getragen hat. Dieser Schrumpfkopf, das war der Navigator. Ich weiß schon, wie du meinst, dieser Talibe-Pirat, ne? Der, wo eigentlich ganz nett war. Ja, die mal. Weil er seinen Kopf geschmissen hat, als wo man sich am Ende entscheiden konnte, ob man ihn mit dem Malzbier zersetzt oder nicht. Ja, genau. Genau. So. Aber wir brauchen jetzt Hammer und Nagel von diesem Typen hier. Und dafür habe ich damals, als ich das Spiel zum ersten Mal früher gespielt habe, vor Ahnung dazu mal halt irgendwann, ewig gebraucht. Wir müssen den nämlich über die Planke schubsen. Da muss man mal drauf kommen. Ich meine, es ist schon plausibel. Ja. Aber das erstmal zu probieren, jemanden zu schubsen. So, also nehmen wir jetzt einfach die Nägel. Ich hebe besser auch den Hammer mit auf. Yep. Deswegen laufe ich auch außen rum. Gut. Wir müssen jetzt irgendwie A, das Bett voll bekommen und nach Kalimari kommen. Oder zu einem Ufer zumindest. Deswegen benutzen wir jetzt mal die Tagelage hier. Tagelage. So, und das ist nämlich ein Fernrohr. Ja, was wir jetzt da machen, wir benutzen die Postkarte mit dem Fernrohr. A, die hängt natürlich perfekt und B, ein super realistisches Bild, das Land in Sicht ist, ne? Glaube ich sofort. Ja. Das erinnert mich an Lost Crown, was wir gespielt haben, wo wir die Kamera im Museum... Wo wir die ausgetrickst haben. Sag, wo du doch die Kabel und die Klebstreifen gesehen hast. Oh Gott. Na gut. Als nächstes müssen wir rauf zum Ruderer. Zum... Adeln in der Luft, ja. Na, zum Steuermann, genau. Zum Ruder. Entschuldigung. Du musst der neue Schiffsjunge sein, ja? Und du musst derjenige sein, der dieses Schiff steuert. Nicht direkt. Ich tue nur, was der Papagei mir sagt. Was? Dieser ausgestopfte Federklumpen? Dieser ausgestopfte Federklumpen ist das Neueste in Hightech State-of-the-Art-Navigationstechnologie. Er wurde von Druiden darauf abgerichtet, immer nach Norden zu zeigen. Er wirkt nicht gerade wie State-of-the-Art auf mich. Er hat den Captain ein Vermögen gekostet. Aber er nimmt einem den ganzen Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass es vorher Spaß gemacht hat. Aber zumindest war es interessant. Ja, du weißt schon, den Himmel und die Sterne zu beobachten. Und nun schaue ich nur noch auf die Karte und auf die Papageien. Und das war's.
Es war schön mit dir zu plaudern, aber ich muss jetzt das Schiff wienern. Okay, aber fang gefälligst mit meinem Deck hier an. Gut, so, wir tauschen jetzt aber diesen Super-Papagei mit unserem Papagei aus, weil wir haben nämlich noch eine bessere Version. Was ist das? Ein Pentium-Papagei. Ein was? Ein brandneues Modell. Er hat alle neuen Features. Federnbus, Schnabel-Controller, Anti-Mausern-System. Ein Wunderwerk der modernen Technik. Aber wir haben doch gerade erst den alten bekommen. Man muss eben mit der Zeit gehen, oder? Nun, ich schätze schon. Aber warum hängt der so schlapp da? Ich muss erst noch sein BIOS einrichten. Na schön. Ja gut, dann richt mal sein BIOS. Richt mir nochmal sein BIOS ein. Ich habe meinen Verstand noch beisammen. Noch. Na gut. Kann ich den direkt gleich verwenden? Ja. In den Popo? Richtig. Als Zäpfchen. Ein kleines klebriges Zäpfchen an den Popo. Ja. Und schon ist sein BIOS kalibriert. Eingerichtet. So. Gut. Das heißt, wir haben jetzt oben wird der. Wie nennt man den Typen? Weißt du, der immer der schaut. Auf dem Ausguck. Auf dem halt, Ausguck, ne? Genau. Der wird sagen, dass Land in Sicht ist. Und unser toller, super, mega, Hammer Pentium-Papagei wird praktisch die Richtung weisen. Quad-Core. Genau. Hey, es hat funktioniert. Wir drehen um. Nun muss ich nur noch das Bett voll finden. Ja. So. Und das Bett voll ist zwar hier unten drinnen, aber da kommen wir nicht rein. Es ist momentan an der Tür befestigt. Gut, wir nehmen den Totenkopf. Beziehungsweise die Klappe davon. Schauen wir mal, ich nehme nur die Augenklappe, wenn's recht ist. Mal schauen, ob er auch mit uns reden möchte gerade. Hey, Muskelprotz! Halt's Maul, Dummkopf. Ah, du hast nichts. Ein Schneidbrenn in der Hand. Das zweite, ja. Ich ja. Bin mir sicher, dass du zum A-Team gehörst. Das kann nicht sein, ich bin getarnt. Also halt's Maul, Dummkopf. Du solltest wirklich lernen, dich mehr zu entspannen. Die Aufregung ist nicht gut für deinen Blutdruck. Gut, wir reden mal nochmal kurz mit ihm. Denn. Hey, Muskelprotz! Halt's Maul, Dummkopf. Auch wenn diese Frage extrem bescheuert ist, ja? Du hast nicht zufällig einen Schneidbrenner zur Hand, oder? Und wenn es so wäre, Dummkopf? Kann ich ihn mir ausleihen? Ich habe kein Feuer, um ihn zu entzünden. Sonst hätte ich mich schon selbst befreit. Ich glaube, ich weiß, wo ich welches finden kann. Na gut, Dummkopf. Aber wehe, du bringst ihn nicht zurück, dann... aus einer Hose. Heißes Gerät. So. Wir haben einen Schneidbrenner. Wir haben auch die Streichhölzer. Und du kriegst das Beef Jerky nicht auf. Doch, jetzt bekomme ich es auf. Einen Moment, ganz kurz. Ich muss hier dieses Beef Jerky aufmachen. Dieses leckere Rindfleisch. So. Ich werde gleich mal eins krallen werde davon. Ich mir auch. So. Nature? Ja? Ja. Probieren wir mal, dieses Ding auch aufzumachen. Aber... willst du mich vielleicht blenden? Ach so. Hallo. Du musst der neue Schiffsjunge sein. Treffer. Bist du gut mit Knoten? Keine Ahnung, ich hab's noch nie probiert. Kumpel? Warum trägst du eine Sonnenbrille? Nun, das ist eine Notlösung. Ich habe meine Augenklappe verloren, aber ich komme mir echt bescheuert vor mit diesen Dingern. Euer Captain ist vielleicht ein Spinner. Erzähl mir mal was Neues. Als wir hier anheuerten, dachten wir, er wäre Long John Silver. Leider stellte sich heraus, dass er Long Johns Silver ist. Du gehst ihm übrigens besser aus dem Weg. Er kann richtig eklig werden. Jeha. Würdest du deine Sonnenbrille gegen meine Augenklappe tauschen? Wirklich? Null Problemo. Man sieht sich. So. Jetzt aber.
Da passiert noch was. Wo denkst du, willst du gerade hin? Ich überprüfe nur diese Türketten. Halte dich von ihr fern, sonst. Null Problemo. So. Ein kleiner Finger zeigt, was wir jetzt machen müssen. Captain Adolchi. Stimmt, wir haben ihn in der Waffe, ne? Ja. Ach nee, nicht einmal. Okay, gut. Trink gleich raus. Willzunageln oder was? Soll das bezwecken, bitteschön? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Okay. Ach, das war die Streichholzschachtel. Ein Hammer und ein paar Nägel. Okay, aber das sollte eigentlich funktionieren. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Gut, Dominik, ziehe ich gerade ein Stückchen, weil das... Ich muss die Tür zunageln letztendlich. Brauchst du noch ein Brett dafür oder so? Das kann natürlich sein. Diese geflickte Planke oder diese nicht geflickte Planke, was der Kaspar gesagt hat. Ach so, ja. Wohle. Ich glaube, so kriege ich die nicht runter. Ach ja, da ist ja noch ein Nagel, ne? Drinnen. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Super, dann nimm die einfach mit. Gut. Und gleich haben wir schon das zweite Kapitel geschafft. Und die anderen beiden, die letztendlich noch übrig bleiben, die sind auch nicht unbedingt viel länger. Ich glaube, die dürfen wir dann nächstes Mal sogar durch haben, ne? Mit Glück, ja. Also dann haben wir Harvester für euch. Das erste ist echt am längsten. Stimmt, und Harvester kommt danach. Oh Gott, ich hab schon Angst. Voll der knuffige Hammer. So. Können wir noch aufmachen, denke ich? Ja, wir haben noch... So, machen wir die Schatzkammer auf und holen unser Bett voll wieder. Da unten liegt das Bett voll. Sie krallen wir uns gleich. Sollst du was Reichtümer nehmen? Ich glaube nicht, dass ich das alles tragen könnte. Dass die nicht dir das ganze Zeug einfach weggenommen haben aus dem Inventar, sondern nur das? Vielleicht fanden die das am wertvollsten. Ich meine, so eine Erbse ist nicht unbedingt wertvoll, ne? Nett? Weniger. Ich werde ein kleines Schläfchen halten. Währenddessen? Ich möchte wissen, wo Simon ist, Großvater. Er ist jetzt schon seit Stunden unterwegs. Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Es geht ihm bestimmt blendend. Wir kommen wegen dieses Zauberknaben. Alles klar? Ja, also liefere ihn uns aus. Oder es gibt Ärger. Großen Ärger. Verstanden? Er ist nicht hier. Schau, Kumpel. Wir wissen, dass er hier ist. Also liefere ihn uns jetzt aus und versuche ja keine Dummheiten. Widerstand wäre eine ganz schlechte Idee. Genau. Du hast sowieso keine Chance gegen uns. Ich sagte doch bereits, er ist nicht hier. Nun, wir werden diesen Laden hier gründlich auf den Kopf stellen. Wenn wir ihn finden, dann lassen wir euch vielleicht gehen.
Die Betonung liegt auf vielleicht. Andernfalls. Was andernfalls? Hoffe einfach, dass es kein andernfalls gibt. Und jetzt los. Was für Gargoyles. Am gleichen Tage. Noch ein Schiff. Hey, da ist ein anderes Schiff. Die kommen bestimmt, um mir zu helfen. Tage später. So. Du hast kein Inventar mehr. Mein Inventar. Gut. So, dolly. Dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Ich glaube, das nächste Mal dürften wir es durchschaffen. Könnte sein, ja. Okay, dann. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis die Tage. Tschüss. Adieu.